Natsuki nimmt mir den Schneebesen aus der Hand und kippt die Schüssel mit der anderen Hand etwas nach hinten. Außerdem, ich muss hier ab diesem Punkt sagen, was jetzt kommt. Natsuki is 18 years old. Every character in this game is 18 years old. Okay? PSA over. Echt jetzt? Wenn das so ist, dann sollte ich das wahrscheinlich auch nicht tun. Ja, solltest du nicht. Ich nehme Natsukis Finger, stecke ihn mir in den Mund und lecke den Zuckerguss ab. Was? Hast du gerade wirklich? Schwerste Entscheidung. Leori, ich liebe dich. Ich klopfe an Seiyoris Zimmertür. Seiyori? Aufstehen, Kleiner! Keine Antwort. Ich wollte wirklich nicht einfach so das Zimmer betreten. Verletzt das nicht, die Privatsphäre. Eine Person? Aber sie lässt mir ja keine andere Wahl. Ich öffne vorsichtig die Tür. Seiyo! Hallo, ich bin Roman und willkommen zu meinem allerersten Stream. Wir spielen heute nämlich, also ich spiele heute, ein Spiel, was ein bisschen an Popularität vor ein paar Monaten erreicht hat. Dieses Spiel nennt sich... And with this, I have to say, ich werde da wieder zwei Routen machen. Einmal die Route wegen Secrets oder das andere, wo ich sagen muss, get me some beer right now. Also, I decided to make a new rule from now on. And that is, every time I have a stream, well, it's only Yuri about this purple monster, I'm gonna drink it. Charme, Lolli, Urlaub, Spaß. Oh, hallöle, happy fans, how's it going? Long time no fishing, say. Willkommen zurück, Roman. Ich bin froh, dass du uns nicht davongelaufen bist. Ja. Nö, keine Sorge. Kam das wieder mehr so vor oder wird Monika ein bisschen größer? Oder der Hintergrund? Ich weiß nicht so genau. Es kommt mir nur so vor, als würde der Hintergrund ein bisschen nach vorne zoomen. So richtig so ins Gesicht. So zoomen in. Und was ist mit der Musik auch los? Was ist auch mit mir schiefer? Anyway. Ich betrat als Setzer den Raum. Alle anderen waren schon da. Hallo. Danke, dass du dein Versprechen gehalten hast, Roman. Hoffentlich ist das keine superwältigende Verpflichtung für dich. Du stürzt dich direkt Hals über Kopf in die Literatur, obwohl du gar keinen echten Bezug dazu hast. Hallo, Natsuki! Ach, komm schon! Wir sollten nicht so streng mit ihm sein. Da muss es ja schon von Monika hierher geschleppt werden. Ich weiß ja nicht, ob du einfach nur hierher kommen und abbrechen willst oder so.
Aber wenn du die Sache mir nicht ernst nimmst, dann wirst du dir das noch lange anhören müssen. Monika, könntest du ein bisschen weiter in den Hintergrund vor der Textbox gehen, weil... Natsuki, du wirfst dich ja ziemlich weit aus dem Fenster, dass du deine Manga-Sammlung im Clubraum aufbewahrst. Mama! Natsukis Gehirn scheint sich nicht zwischen den Worten Monika und Mangas entscheiden zu können. Mangas sind Literatur! Rasch besiegt, lässt sich Natsuki zurück auf ihren Stuhl fallen. Ich höre Natsuki, die vor dem Schrank steht und einen genervten Seufzer ausstößt. Sie scheint sich über irgendetwas zu ärgern. Ich gehe zu ihr, für den Fall, dass sie Hilfe braucht. Suchst du etwas? Tschüss, Monika! Sie stellt meine Sachen näher an die richtige Stelle zurück. Welchen Sinn ergibt es da noch, auf eine geordnete Sammlung zu achten, wenn jemand anderes immer alles durcheinander bringt? Natsuki verschiebt einige aufeinander gestapelte Bücher und Kisten auf dem Regal. Mangas? Du liest doch Mangas, oder? Manchmal. Mit Mangas ist das so eine Sache. Man sollte erst wissen, wie sein Gegenüber darüber denkt, bevor man zugibt, ein großer Fan davon zu sein. Ich werfe einen Blick auf das Boxset, das ihr so am Herzen zu liegen scheint. Perfect Girls. Das ist eine Serie, von der ich noch nie gehört habe. Das bedeutet eins von zwei Dingen. Ich gehöre entweder nicht einmal im entferntesten zur Zielgruppe oder sie ist einfach grottenschlecht. Mit deinen abschwätzigen Bemerkungen kannst du jemanden anderen vor der Tür nerven. Sie weist auf die Tür des Klassenzimmers. Hey, das war doch nicht abschätzig gemeint. Ich hab doch überhaupt nicht gesagt. Es wäre ja auch mehr dein Todfall. Aber lass dir eins gesagt sein, Roman. Beurteile kein Buch. Tatsächlich. I'm sorry, Neukrutzen, aber man merkt, warum ich dieses Game so gerne mag. Am meisten, wenn man so etwas Schönes hat wie ein... Ich weiß nicht, ist das ein Voice Changer eigentlich oder so etwas in der Art? Kann man da nämlich alles schön ein bisschen to emphasize more on what's happening? Weil wir spielen ja das Spiel hier zum allerersten Mal und wir haben erst im letzten Stream hier begonnen. Und es ist ja nicht der fünfte DDRC+ Stream. Nein, wir haben erst letzten Stream damit begonnen. Ja, das trifft dich auch auf den Punkt. Warte, was genau? Ich habe ja sogar das Gefühl, dass ich die nicht einmal in meinem eigenen Zimmer aufbewahren kann. Mein Vater würde mich grün und blau schlagen, wenn er dich finden würde. Hier im Clubraum sind sie zumindest sicher. Na, Monika hat sich ziemlich blöd deswegen benommen. Ach, was ich auch tue, es ist verkehrt. Also, ich finde die Übersetzung aus... Die Fanübersetzung aus Google Translate Literature Mod Club war irgendwie besser, weil ich meine, grün und blau schauen, ja, okay, würde Sinn machen, aber die Poop aus einem rausschlagen. Mein Vater würde die Scheiße aus mir herausschlagen, wenn er das finden würde. Okay. Die Zeit vergeht. Das geht jetzt ungewöhnlich still. Ich blicke zu ihr hinüber. Sie scheint fast einzuschlafen. Oh, you can't. That's a cute face. Hey, Natsuki. Ja? Plötzlich fällt Natsuki mir direkt in die Arme. Hey! Oh Mann. Natsuki, geht es dir gut? Hier.
Margaret greift in ihre Tasche und zieht irgendeinen Proteinriegel hinaus. Sie wirft ihn in Natskis Richtung. Natskis Augen leuchten plötzlich wieder auf. Sie schnappt sich den Riegel vom Boden und reißt sofort die Verpackung auf. Bist du etwa ein Neandertaler? Ich hab dir doch gesagt, gib nicht. Sie spricht nicht einmal den Satz zu Ende, sondern stopft sich den Riegel direkt in den Mund. Keine Sorge, Roman. Ihr geht es gut. Das passiert hin und wieder. I'm sorry, what? Ah, also mit anderen Worten, es passiert immer wieder, dass sie einfach einschläft und wenn man versucht, sie zu wecken, wird sie plötzlich zu... Understand, well, have a good day.